Es sind rund 1000 Seiten mit Sitzungsprotokollen aus dem Corona-Krisenstab des Robert-Koch-Institutes. Sie alle zu lesen, wird in den nächsten Wochen noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Veröffentlicht wurden die Protokolle vom Online-Magazin Multipolar, das erfolgreich auf die Herausgabe geklagt hatte. Klären wir daher zunächst, wer hinter diesem eher unbekannten Portal steckt, mit Hilfe unserer landespolitischen Fachredaktion. Das ist ein sogenanntes alternatives Medium. Viele davon bewegen sich im Umfeld der Corona-Leugner, aber auch im Umfeld der AfD. Das jetzt war wenigen bekannt, ist von ehemaligen Kollegen und Kolleginnen gegründet, die auch einen öffentlich-rechtlichen Hintergrund haben. Viele dieser Medien eint eins, sie lehnen ein Stück weit den Staat ab, glauben den Institutionen nicht so, sind sehr kritisch damit. Das kommt auch hier wieder zum Vorschein. Aber man muss sagen, die Dokumente, die sie haben, die sind echt und die gilt es zu bewerten. Die Protokolle geben Einblicke, wie und worüber während der Corona-Zeit im RKI diskutiert wurde. Wer will, kann sich quasi Tag für Tag durch die Anfänge der Pandemie scrollen. Am 16.03.2020 zum Beispiel ist über die Einschätzung des Coronavirus zu lesen. Am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald X ein Signal gibt. Die Stelle X ist geschwärzt. Wessen Name wurde hier unkenntlich gemacht? Desjenigen, der das Signal für den ersten Lockdown gab? Fragen, die heute auftauchen und nicht uninteressant sind für die Aufarbeitung des Corona-Managements. Auch weil am 17.03.2020, also einen Tag nach der RKI-Sitzung, die Risikobewertung des Coronavirus hochgesetzt wurde. Wir werden heute die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ändern. Wir werden sie ab heute als hoch einschätzen. Es ist Montag, der 22.03.2020, als der erste Lockdown in Deutschland folgte. Doch lässt sich daraus eine politische Einflussnahme auf das RKI ableiten? Heute Nachmittag stellt sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, damals einer der Corona-Erklärer der Nation, dem sehr klar entgegen. Das RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Auch der sogenannte geschwärzte Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter des RKI. Es gab also keine politische Weisung, auf die das RKI hier reagiert hätte. Ich möchte noch einmal klarstellen, dass Deutschland insgesamt relativ gut durch die Pandemie durchgekommen ist. Wir hätten sonst mehr Todesfälle gehabt, auch mehr Long-Covid-Fälle. Das RKI lehnt ein Interview heute ab. Per Mail heißt es zu den Protokollen. Diese Diskussionen spiegeln den offenen wissenschaftlichen Diskurs wider, in dem verschiedene Perspektiven angesprochen und abgewogen werden. Einzelne Äußerungen im Rahmen solcher Diskussionen spiegeln jedoch nicht zwangsläufig die dann abgestimmte Position des RKI wider. Die Protokolle geben die Diskussionen und Entscheidungen im Krisenstab zum jeweiligen Zeitpunkt und Kenntnisstand wider. Für den Virologen Hendrik Streeck, der in der Pandemiezeit Maßnahmen wie Schulschließungen kritisiert hatte, dafür auch selber Kritik bekam, sind die Protokolle aus wissenschaftlicher Sicht wichtig. Generell halte ich eine Aufarbeitung der Pandemie für essentiell, damit wir Lehren daraus ziehen können, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Was ich aber als schwierig im Moment sehe, ist, dass ganze Kapitel, wie zum Beispiel Diskussionen über die Impfung, geschwärzt wurden. Ich vermute dahinter keine Verschwörungstheorien oder Ähnliches, sondern ich glaube eher, dass da Dinge diskutiert wurden, die auch für uns vielleicht wichtig wären zu wissen, damit man da auch eine bessere Einschätzung haben kann, wie bestimmte Entscheidungen getroffen würden. Daher würde ich eher dazu raten, diese Schwärzung aufzuheben, damit man auch hier eine Vertrauensbildung hat. Vertrauen in politische Entscheidungen ist wohl das, was bei manchen während der Pandemie verloren gegangen ist, weil Kinder nicht mehr auf Spielplätze konnten, Schulen geschlossen wurden, Menschen einsam waren. Warum all das gemacht wurde, welche Lehren aus der Pandemie gezogen werden können, darüber wird wohl noch viel diskutiert werden.